Hallo zusammen, ich bin Netzelektriker. Also eigentlich noch nicht ganz. Ausgelehrt bin ich in diesem Jahr. Wenn ich eine Prüfung schaffe. Wahrscheinlich weisst du nicht ganz, was der Netzelektriker alles so macht. Darum erzähle ich es kurz. Eigentlich sind wir wie ein Verteilzentrum von der Post. Wir schauen, dass Päckchen am richtigen Ort herkommen. Aber natürlich machen wir das nicht mit Päckchen, sondern mit Strom. Wir verbinden sozusagen das Kraftwerk mit deinem Haus. Was aber dort mit dem Strom passiert, das ist die Sache des Elektroinstallateurs. Mit anderen Worten, wir machen die grobe Arbeit und arbeiten meistens draußen. Außer natürlich dann. Ciao, Fabian. Recht beeindruckend, hä? Das ist das Bild, das man von einem Netzelektriker hat. Aber wir können noch viel mehr. Okay, da musst du es nicht unbedingt können. Aber handwerkliches Geschick solltest du schon haben. Beim Kabel anschliessen. Oder wenn man fette Kabel einzieht. An der Kabelzugmaschine. Wir arbeiten mit dem Kran. Oder beim Messungen machen. Und arbeiten tun wir zum Beispiel im Kabelschacht. An der Strasse. Oder auf dem Feld. Und Pause machen wir natürlich auch dort, wo wir gerade sind. Ich arbeite ja bei der AEW und wir haben einen Leistungsbonus ab dem 2. Lehrjahr. Oh ja? Wie viel denn? 10% vom Lohn, wenn ich gut in der Schule und bei der Arbeit bin. Die anderen? Die meisten doch nicht. Dann haben wir jedes Jahr einen Lehrlingsausflug. Und eins pro Jahr gehen wir mit der ganzen Firma auf einen Skitag. Nicht einmal Kleider muss ich selber waschen. Nein, das macht nicht meine Mami, sondern die Firma. Und das Arbeitsmaterial wird mir auch zur Verfügung gestellt. Ah ja, und wenn du an das Argovia-Fest gehst, wir sind jetzt Sponsor. Und es werden damit Tickets unter den Mitarbeitern verlost. Drohnenfliegen mit dieser VR-Brille, das kann jeder. Aber hier arbeiten wir mit beständigem Material, das etwas leiden mag. Dreck? Das macht uns doch nichts aus. Wir haben Freude, jedem Wetter draussen zu arbeiten. Egal ob Sonne, bei Regen oder sogar bei Schnee. Wir arbeiten immer im Team. Und die Sicherheit kommt bei uns an erster Stelle. Was? Wenn wir einen relevanten Job haben? Sorry. Hast du mal am Abend ohne Licht im Dunkeln geshootet? Nicht so wirklich lustig, oder? Wir wechseln zum Beispiel auf den Fußballplätzen unseren Leuchtkörper aus, was eben Spass macht. Und nach der Lehre bist du gross und stark. Und gefragte Person auf dem Arbeitsmarkt. Und wenn dir das noch nicht reicht, dann kannst du immer noch Weiterbildung machen. Aber so weit sind wir jetzt noch nicht. Am Anfang der Lehre hast du 5 Wochen Kurs und wirst in unser Business eingeführt. Bei der AEW hast du während diesen 3 Jahren sogar noch Mitlernende. Ciao. Hey, alles klar. Also, wenn du jetzt noch nicht Netzelektriker werden willst, kann dir halt auch nicht helfen. Aber sonst zeig dir gerne, was es dazu braucht. Mindestens Abschluss in der Realschule, gute Mathematik, technisch begabt und 2 linke Hände. Du meinst, du kannst das alles? Das sagen wir dir, wenn du bei uns schnuppern kannst. Also, bis gleich. Wir freuen uns auf dich.